Hallo Guys, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren nice Part Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Im letzten Part hingen wir hier rum und die Alien Lady hat gesagt, ey Aqua, du bist irgendwie viel geiler als der auf die Scheiße von Banto oder wie der Typ hieß. Oh, okay. Kannst du dich nicht mal um die Gefangenen kümmern? Aqua so, Bruder, ja, let's go. Aber dafür, eigentlich ist Aqua hier, um die Universierten abzufangen und zu töten. Das ist so eher ihr Ding. Ja, ich schätze, wir gehen einfach mal los und töten einfach alles, was uns in den Weg kommt. Ist schon weit her, dass ich gespielt habe, aber ich habe richtig Bock auf Kingdom Hearts, Leute. Einfach richtig machen. Und jetzt sehe ich, wie wenig Damage wir machen, denke ich mir so, fuck my life. Das war das Schlimmste, was hätte passieren können an der Stelle. Die sind so schwach gegen Feuer und wir machen trotzdem so wenig Damage. Okay, schnell weg. Bevor der eine Motherfucker uns da Ärger macht. Oh, cool. Klingstrom. So, sehr schön. Ich wollte eigentlich nur den Typen von hinten angreifen, aber okay. Wir haben einfach so unfassbar wenig Damage. Das ist so ein Joke. Wow, das ist einfach die Spawns. Okay. Nevermind, töten wir halt erstmal ihn hier. Wenn die eh die Spawns sind, können wir auch unser Risiko eindämmen. Weil die jetzt halt eh volles Leben haben. Richtig beschissen so. Ja, nimm das, du Arsch. Thunder. Feuer ballert einfach am ehesten bei den Viechern. So, sehr schön. Machen wir noch ein Feuer hier. Machen wir noch so und tschüss. Wie geht's dem? Okay, dem geht's gut. Ich dachte, der wäre jetzt wieder voll fett und würde gleich explodieren. Das wäre ein bisschen uncool. So wie hier. Fuck. Okay, soll er explodieren. Alles cool. Oh, fuck. Okay, alles gut. Ich dachte schon, ich hab verkackt. Das hätte uns einfach safe getötet. Ja, scheiße. So. Haben wir den auf den Sack? Ja, gerade hier, ich glaube, wir sind so ein bisschen unterlevelt, wäre schon cool, wenn wir hier ein paar Level-Ups bekommen an der Stelle. Wir könnten natürlich auch einen Schlüssel nehmen, der ein bisschen mehr physischen Damage macht. Aber eigentlich scheiße, weil wir ja schon gerne den magischen Damage haben möchten. Obwohl er sich halt echt nicht rentiert gerade. Ah, das wird doch, Leute. Das wird einfach noch, ja. Glaubt einfach an Aqua. Sie wird es einfach schaffen, okay? Okay, aber ich würde mich schon gern heilen an der Stelle. Ich weiß auch gar nicht, was für Abilities wir haben. Ob wir jetzt Leaf Bracer drin haben oder nicht. Leaf Bracer wäre schon geil. Aber, I don't know. Ey, jetzt verreck endlich, du Arschloch. Sehr schön. Hat auch nur 5 Stunden gedauert. Noch ein Gegner und wir haben ein Level Up. Jetzt verreck, Arschloch. Wow, okay, ich treffe den einfach nie wieder. Ist in Ordnung. Ich hoffe, der despawnt nicht, weil das wäre jetzt scheiße. Das hat schon einfach nur noch halb Leben. Halb Leben, Bruder. Half-Life halt. Half-Life auch so ein unterhaltsames Spiel. Also Half-Life 2, Half-Life 1 eher nicht so. Habt ihr mal fucking Half-Life 1 gespielt? Er ist wirklich ein schlechter Witz an der Stelle. Naja. Ja, es dauert halt so 5 Stunden, bis wir irgendetwas reißen können, aber wir kommen ganz gut durch sonst, Leute. Ist einfach nice. Und ich glaube noch diese Welt. Und wir bekommen einen besseren Schlüssel. Also einen deutlich besseren. War das nicht so? Dieser Photon, irgendwas, der hier ist. Ist da voll krass oder so? I don't know. Ja, wir müssen ein bisschen mehr zaubern, Leute, sonst wird das einfach nichts. Physischer Angriff ist einfach ein verdammter Joke in diesem Spiel gerade. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch nicht nur rumzaubern. Aber größtenteils. So, cool. Ist Feuerreis fertig? Ach, Feuer sogar. Geil. Geselligkeit gelernt. Können wir die Scheiße irgendwie fusionieren? Oh ja. Feuer mit Iora, Leute. Let's go. Und da hätte ich gern noch, weiß ich nicht. Luna-Kristall? Folge-Explosion mit Vitalität. Folge-Salbe mit Vitalität. Noch geiler. Nehmen wir mit. Korrekt. Ah ja, und die zwei kleinen Blitze hier. Die können wir auch mal kurz verbinden. So, für Blitzra. Und dann gönnen wir uns noch einen Zeitkristall. Magie hast. Genau das wollte ich. Sehr schön. Ja, okay.
Ah, Volker Salve ist, glaube ich, richtig geil. Also, das wird uns noch richtig viel bringen. Volker Salve. Okay, ist halt auch zwei Dinger groß. Okay. Scheiße, habe ich jetzt irgendwas nicht equipped oder so? Also, oder weggemacht? Nee, okay, never mind. Dann packen wir hier noch Magiehast hin. Wie viel Magiehast habe ich überhaupt in meinem Leben? Lass mal kurz gucken. Vitalität. Okay, wenn ich alles lerne, habe ich Vitalität voll. Das ist cool. Pyromantie, Gewitter, Attackenhast, Magiehast. Okay, einen brauche ich noch. Dann habe ich maximale Aufladungsgeschwindigkeit. Das ist schon mal gut. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Keine Ahnung, wohin mit unserem Lame, aber ich schätze, wir gehen einfach mal da lang erstmal. So, zack. Oh, fuck. Ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein an der Stelle. Ah, Vollgasalbe wird auf jeden Fall uns gönnen hier. Wow, what the fuck? Ich dachte, ich schieße einfach straight auf die ab. Das war schon scheiße. Ah, I don't know. Vielleicht doch gar nicht so geil, die Vollgasalbe. Aber vielleicht können wir die noch zu irgendwas Coolem fusionieren. Das ist ja auf jeden Fall nett. Take that! Oh, der Dicke, der wird bald explodieren. Warte mal, ich sollte ihn mal ein bisschen abfangen. So. Holger Salve, Bruder. Obwohl, es macht schon ganz guten Damage. War schon gar nicht so scheiße. Und es macht halt, diese eine Scheiße, ihr wisst schon. Entflammen. Was halt auch richtig gut ist. Also Damage over time. Ja, tschüss jetzt. Wären wir überhaupt vernünftig schnell hier? Ja, geht. Lohnt eigentlich nicht so richtig hier zu leveln, glaube ich. Aber egal. Wir nehmen einfach alles mit an der Stelle. Ja, Leute, ich war ein bisschen auf Reddit unterwegs. Hab ein bisschen geguckt, was abgeht, was da los ist. Und tatsächlich habe ich etwas sehr Wholesomes gefunden. Oder etwas sehr Schönes an der Stelle, okay? Alter, das Feuer hat ja richtig viel gebracht. Habt ihr das Leben gesehen? Richtig gut. Ja, was habe ich gesehen? Old People Facebook. Und ich so, oh, yo. Die alten Leute, die haben das mit Facebook oder allgemeinen sozialen Medien. Das war einfach nach ihrer Zeit. Die haben es einfach nicht drauf, okay? Es war sehr abenteuerlich, Leute. Es war unfassbar abenteuerlich. Da gab es dann sowas wie, Opa. Halt wahrscheinlich das erste Mal in seinem Scheißleben Dingens benutzt, die Sprachsteuerung. Und dann hat er halt auf Facebook sowas geschrieben wie Google Big Tits. Und um es dann noch zu retten, Leute, um es dann noch zu retten, hat er geschrieben, ja, mein Enkel, ne, der hat sich in meinen Account gehackt. Ganz, ganz dreckig die Schuld auf den Enkel geschoben. Und der Enkel antwortet einfach unter dem Post, eiskalter Mad Lad. Nein, hat er nicht. Oh, es war einfach wunderschön. Hat er ihn nur noch beleidigt. Es war wirklich ein Bild der Götter, okay? Ich mag diese Viecher, weil sie einfach gar kein Leben haben. Da fühle ich mich einfach richtig relatable. Related, was auch immer. Ja, war auch nicht so ganz richtig, ne? Es ist doch früh, Kinder. Es ist doch früh. Wir haben 10 Uhr, okay? Normalerweise schlafe ich. Nee, eigentlich gelogen. Eigentlich schlafe ich nicht mehr. Aber wirklich wach bin ich auch nicht. Ja, Old People Facebook, Leute. Und oh mein Gott, habt ihr mal jemals gesehen, wie alte Leute irgendwie, fucking... Kann ich da dran? Ja, okay. Oh, wir haben so eine kleine Cutscene, cool. Ich meine, es ist eine Sache, so ein Meme zu machen, ne? Aber, ihr kennt von Facebook bestimmt diese Texte, die dann so einen Hintergrund haben und dann... Ist eigentlich der Text so im Vordergrund und der soll super deep sein und super krass. Und die alten Leute, die finden sowas ziemlich cool tatsächlich. Ja, ja, ist okay. Ich krieg das schon hin. Wow, ich habe hier einen Bogen, Bruder. Arschgeil. Okay, das ist ein bisschen cooler als Terra tatsächlich. Das ist ziemlich cool sogar. Okay, ich kann auch springen, das ist cool. Ja, wo war ich?
Und diese alten Leute, die machen dann solche Texte wie: Oh, Rassismus ist ganz böse, ich habe das noch miterlebt damals, ne? War schon scheiße. Oh, ich bleib aber hier stehen. Oder machen die halt einfach so einen richtig unpassenden Hintergrund. Und mit richtig unpassendem Hintergrund meine ich die ganz furchtbar sind. Vielleicht blende ich euch einen ein. Das ist einfach so, dieses, irgendwie eine Farbe rot oder so. Und dann gibt es halt diese Smileys einfach dahinter mit diesen Herzen im Augen. Und du verstehst wirklich nicht, was willst du mir damit sagen, Ingeborg? Ja, Rassismus ist schlecht. Soll das jetzt mit dem zwinkenden Gesicht verbunden werden oder was? Findest du Rassismus doch geil? Ingeborg, erzähl mir mehr. So, verdammte Scheiße. Einfach kein Fan von Ingeborg an der Stelle. Ja, wir bleiben einfach hier stehen. Das ist einfach das Beste, was wir mit unserem Leben machen können, glaube ich. Wow, ich habe ja schon ein bisschen Damage bekommen. Das ist schlecht. Absolut räudig. Und natürlich ein Klassiker bei den Leuten sind diese öffentlichen Nachrichten. Also die Privatnachrichten, also die Nachrichten, die eigentlich Privatnachrichten sein sollen, die sie aber einfach eiskalt in diesen öffentlichen Feed posten. Ja, so was richtig Persönliches wie: Ja, tut mir leid, dass deine Großmutter gestorben ist oder so. Wir waren immer gute Freunde. Möge Jesus retten oder so. Dann steht das einfach so in deinem Feed und denkst du so: Fuck, Ingeborg, verdammte Scheiße, wer meinst du denn jetzt? Leute, Ingeborg, die hat einfach Bock. Ey, es dauert einfach so lange, diese Jungs hier umzubringen, wenn man einfach so wenig Damage. Ist einfach super belastend an der Stelle, aber ich würde wirklich ungern sterben, also. Ja, fuck, reden wir weiter über Ingeborg, Leute. Boah, und sonst habe ich noch was anderes gesehen auf Reddit. Hat mich absolut gefickt. Die meinten das so ernst. Das waren so zwei alte Leute, ne? Oma und Opa waren auf einem Date, ja? Ingeborg und Gustav hatten richtig Bock. Und die waren halt in einem Restaurant, ist ja okay, ne? Also eigentlich nicht, eigentlich voll dumm. Aber Lockdown ist ja nicht. Also, fick. Und die waren halt einfach dort am Rumhängen. Und hatten irgendwas zu trinken bestellt, ne? Ja, ist ja. Ingeborg und Olaf, die haben einfach Bock. Die hatten irgendwie, keine Ahnung, ein Bier oder einen Apfelsaft, irgendwie sowas in die Richtung. Und, die haben halt diese Face-Masken auf, ne? Ist ja schön und gut. Toll, Ingeborg, große Props, dass du mit dafür beitragen möchtest, dass nicht alle sterben. Cool, danke, Ingeborg. Aber die haben einfach die Scheiße da durchgetrunken. Die haben die Face-Masken einfach nicht abgenommen, sondern haben einfach das Glas genommen, einfach da durchgeballert. Ja, eiskalt. Man hat richtig eine Face-Maske gesehen, die war schon durchgesichert und ja, das funktioniert wohl. Aber fuck, Ingeborg, das ist einfach absolut ekelhaft. Und das Ding ist, wenn diese Face-Masken halt feucht oder nass sind, was sie sowieso durch unseren Atem werden, by the way, mit Laufe der Zeit, weil unser Mund ist nicht der trockenste Ort der Welt, by the way. Ich weiß, schockierend. Ja, wenn das Ganze nass ist, dann ist es ein viel besserer Träger für Bakterien. Und dementsprechend ist es halt auch gar nicht mal so effizient, so eine Face-Maske zu tragen, die sowieso nicht super effizient ist, tatsächlich, wenn wir die länger als 20 Minuten tragen. Aber hey, gibt den Leuten halt ein sicheres Gefühl, immerhin. Und Ingeborg, die wollte sich halt richtig sicher fühlen an der Stelle. Ja, da war richtig schmacht. Könnt ihr bitte eigentlich verrecken, Alter? Wie viel Schaden macht das denn? 2? Fuck. Haben wir überhaupt irgendwen umgebracht in diesem Leben? Vielleicht wäre das mit dem Pfeil doch eine geilere Idee, tatsächlich. Falls ich irgendwie mal an einem ruhigen Ort komme in meinem Leben. Nee, ich treffe aber nix. Ah, das ist vielleicht ein bisschen besser. Oh, wir wurden geheilt. Danke, Innos. Irgendwer ist wohl gestorben und hat solche Lebenskugeln gedroppt oder so. Ja, wir kommen hier einfach null voran. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Weil hier dieser Beyblade move man einfach gar kein Damage oder kaum Damage. Obwohl einer ist gestorben, immerhin. Der hat wahrscheinlich auch nur noch 2 HP. Könnt ihr bitte endlich verrecken? Alter, ist das abgefuckt nervig, Mann. Oh Gott. Gotcha, take that. Oh fuck. Das war nicht der Plan. Diese fucking Kreise machen es irgendwie nicht geiler. Also machen einfach kaum Damage. Ich würde gerne so eine Nahkampf-Kombo machen, tatsächlich.
Ja, genau sowas. Danke. Das macht, glaube ich, ein bisschen mehr. Und der Bogen ist schon geil. Da kann man echt nichts gegen sagen. So, ein weiterer tot, immerhin. Noch einer tot. Another one bites the dust. And another one, and another one. Ich hab die alle gleich krass angeschwächt. Ah, fuck. So. Hier zu sterben, jetzt wäre einfach so absolut unfassbar nervig, ne? Würde mich richtig triggern. Das Coole ist, wenn wir anvisieren, dann fliegen die Pfeile eh so ein bisschen in die Richtung. Das ist halt relativ nice. Okay, cool. Hat auch nur 5 Stunden gedauert, Leute. Ja, hat mir einfach... Ich war einfach komplett down, als ich gesehen habe, dass diese Motherfucker einfach durch die scheiß Face Mask trinken. Die kennen da einfach nix. Einfach nur chill. Oh, warte, sind wir ja schon fertig? This must be the wayfinder that 626 was carrying around. Ganz offenkundig. Ganz offenkundig. 626 hat einfach Bock. Thunder! Ja, also, keine Ahnung, es ist natürlich immer cool, aber dass man das einfach so durchzieht mit dem Face Mask. Das finde ich einfach richtig krass. Also, ist ja schön, dass man die Face Mask trägt und so. Ist ja alles richtig, ne? Dieser Gesichtsschutz. Wie gesagt, die ersten 20 Minuten bringt das auch tatsächlich viel. Und jetzt spricht es halt auch ganz gut. Und auch nach den 20 Minuten ist es ja auf jeden Fall ein Schutz für die anderen, denn wenn ihr die Face Mask tragt, dann schützt ihr eigentlich eher die anderen vor eurem Keim und nicht andersrum. Und ja, das ist halt immerhin ganz gut. Und sehr nobel, wenn man das halt einfach macht. Aber damit so zu trinken oder vielleicht... Ja, essen geht ja dann gar nicht, aber trinken... Es ist halt einfach ein Schritt zu viel, würde ich sogar fast sagen. Boah, aber bezüglich Covid-19, Corona-Zeug habe ich auch irgendwas richtig krasses gesehen. Mir ist übrigens aufgefallen, YouTuber tendieren dazu, das Wort Corona oder Covid-19 überhaupt nicht zu nehmen oder zu nutzen. Dann die C-Krankheit oder irgendwas sehr Mysteriöses an der Stelle. Wahrscheinlich wird man demotorisiert, wenn man über Corona spricht, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ah ja, keine Ahnung. Denn Corona, darüber zu sprechen, ist ja auf jeden Fall eine ganz furchtbare Idee, ne? Keine Ahnung, was zum Fick da abgeht. YouTube ist einfach komische Bitch. Ja. War krass mit den Masken. Gut, tragt die Scheiße auf jeden Fall, aber fuck, trinkt vielleicht nicht durch, Leute. Dann habe ich noch einen Thread besucht, der sich Cursed Comments nennt. Und das war, ja genau, die andere Sache über Corona. Das war nicht wirklich lustig. Aber es ist ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen dunkler Humor an der Stelle. Warte mal, haben wir irgendwas gelernt? Ach ja, Eisra. Cool. Und D-Link-Magnet können wir endlich mal weghauen, die räudige Scheiße. Die zwei Eisras können wir kombinieren. Und dann gönne ich mir Magiehass tatsächlich nochmal. Denn Magiehass... Oh, Notaufladung. Ja, okay, nehmen wir auch. Ich dachte, ich bekomme immer Magiehass, wenn ich so Zauber verbinde. Wohl nicht. So, wir gönnen uns aber auf jeden Fall Eisra hier. So, lecker. D-Link-Magnet, sowieso absolut räudige Scheiße, die kein Arsch braucht. Was habe ich sonst so? Oh, Entschuldigung. Ein Feurer habe ich hier noch rumliegen. Ja, komm, lern mal das Feurer, Junge. So, das passt dann. Ja, das ist alles okay hier. Speicherpunkt. Könnte sein, dass wir jetzt einfach einen Bosskampf machen können. Ich weiß gar nicht, wer der Boss hier war bei Aqua tatsächlich. Ja, also auf jeden Fall war dann auch so ein alter Männer oder alte Frauen, alte Leute Facebook-Post, ne? Und dann stand da halt,
Covid tötete 1,6 Millionen Menschen und du bist doch am Leben. Nimm dir doch ein bisschen Zeit und danke Gott dafür, dass du noch lebst. Und dann hat aber jemand geschrieben darunter: Danke Gott, dass du 1,6 Millionen Leute umgebracht hast. Das ist absolut dumm. Experiment 626. I have orders to take you in. Sarah! What? I think you and I need to talk. But first things first. First things first. Ich glaube, dieser Motherfucker kann nicht wirklich gut reden an der Stelle. Oh ja. Ja, auf jeden Fall, eiskalt so. Ich meine, ja, letztendlich, nach der Logik der Kirche. Danke Gott, dass du 1,6 Leute umgebracht hast. Cooler Move, Bro. Voll die Scheiße, ey. Das ist halt echt ganz schön hart. Irgendwie so wirklich lustig. Kann, bin ich vielleicht einfach nur ein schlechter Mensch und finde es deshalb witzig? Kann sein. Aber fuck. Das ist irgendwie ein Argument an der Stelle. Oh, ich glaube, wir wollen erst diesen Motherfucker umbringen, weil der andere heilen kann. Das ist aber das Schlimmste. Jeder, der mein Classic Corinus Let's Play gesehen hat, weiß, Heiler sind einfach die Schlimmsten. Absolut ekelhaftes Pack. Macht Spaß. Oh Mann. Feuer! So, tschüss. Ja, ich muss mir halt echt mehr angewöhnen, ein bisschen mehr zu zaubern, wenn ich schon so ein magisches Schwert habe. Weil sonst ist einfach eine beschissene Idee an der Stelle, ne? Sonst einfach doof. Take that! Magst du eigentlich 626 irgendetwas in seinem Leben? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, das war einfach dumm, weil jetzt sind einfach diese fetten Dinger bereit zu explodieren. Okay, aber nur einer. Ja, gut. Na, 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 na. Ja, dann jagen wir den anderen auch mal in die Luft, ne? Kann man ja mal machen. Mhm. Oder auch nicht. Alles cool. Dö, 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 dö. Ey, maximale LP hoch. Das ist halt richtig gut. Wir haben halt so wenig Leben. Das ist echt unlustig inzwischen. Thanks. I owe you. What is it you're looking for? Huh? Wait! I just need to ask you! Dr. Jumba and Experiment 626 have been sighted. At that time, the two of them were wandering around the launch deck. Would you see that they're secured? Is Experiment 626... really that dangerous of a creature? We must assume so. All right then. I'll head over there now. Tja, steppen wir los, Leute. Kann man mal machen. Aber wir speichern nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas ganz Furchtbares könnte hier noch passieren. Aber wäre nicht optimal an der Stelle. Oh, ich glaube, ich erinnere mich wieder an den Bosskampf mit Aqua hier. Das könnte lustig werden. Ja, wir werden sehen. So. Irgendwo an irgendeinem Deck. Bruder, wohin? Ach, okay. Vielleicht da lang. Da konnten wir davor nicht lang. Vielleicht da lang, weil da konnten wir davor nicht lang. Ja. Oh, dieser Ort. Absolut die Hölle. Egal, wir jumpen erstmal runter und töten alles. Und nehmen mit, was hier abgeht. Feuersturz. Sexy. Haben wir irgendwas gelernt? Vitra haben wir gelernt. Ja, braucht man auch nicht mehr, ne? Vita, scheiß da drauf. Habe ich keinen anderen Vita-Zauber? Ja, beschissen. Wenn das so ist, dann will ich gleich nochmal zurückgehen und ein bisschen Vita kaufen, weil ich habe ja nichts an Vita. Das ist halt relativ scheiße. Tatsächlich. Fire! Sei brav, du kleiner Fratz.
So. Scheiße, wahrscheinlich ist der eine Typ jetzt einfach riesig. Ja, genau. Habe ich schon befürchtet. Okay, weg hier. Sehr schön. Ramus Zorn. Oh lol. Wir haben ja Ramus Zorn als Abschlusskommando. I see. Sollten wir vielleicht mal umändern? Weil ich glaube, ich hätte lieber etwas anderes. Aber wir gucken mal. Fuck. Es ist tatsächlich sehr leicht für uns, an Klingensturm zu kommen, was halt echt gut ist. Klingensturm ist einfach der Jam. Dafür sind wir einfach hier. Fuck, dafür aber nicht. Ja, egal. Wo ist denn der dicke Junge? Oh. Einfach richtig Glück, dass er nicht in mir drin explodiert ist. Ja, genau. Stell dich mal zu dem. Und dann machen wir so. Toll, ich treffe ihn einfach null. Sehr schön. Fire! Feuersalve ist schon geil. Kann man echt nichts gegen sagen. Erstmal war ich so ein bisschen confused und nicht sicher, ob ich das auch gut finden soll, die Feuersalve, aber schon geil. Und wir kriegen einfach so schnell wieder unsere Commands zurück. Das ist einfach richtig gut. So ein Magiebild macht jetzt einfach, gibt jetzt einfach richtig viel Sinn. Take that! Freck, du Arsch! So, sehr schön. Können wir uns... Fuck. Und darum. Gönnen wir nochmal ein Heal. Weil Gift ist schon so ein Hurensohn-Move. So. Ich meine, man könnte theoretisch Medica drin haben, aber bitte, als ob wir Medica brauchen in unserem Leben. War es das? Will noch jemand? Okay. Kommando-Dex, Abschlusskommandos. Ramus Zorn. Weiter geht's halt nicht mehr, können wir nicht lernen. Mach mal weiter Magieimpuls. Ich würde gerne die andere Scheiße hier noch lernen. Ja. Das finde ich sinnvoll. Obwohl wir Abschlusskommandos einfach kaum machen. Normale jedenfalls. Aber hey. Besser mal irgendwas Cooles haben. Oh, da fällt mir ein. Wir haben ja Dingens gelernt, ne? Hier, Luftgrätscher. Gerade hier ist das halt sau nützlich. So, bringen wir den noch um. Ich würde echt gerne nochmal zurück in Dingens gehen. Zu dem Mogri. Einfach um uns Vita nochmal zu kaufen. Weil Vita gar nicht so beschissen ist, ne? Am Ende des Tages. So, sehr schön. Der ist tot. Und der jetzt auch. Bye. So, wunderschön. Kann ich mir vielleicht auch schon Vigra kaufen? Dann kann ich direkt die Scheiße lernen. Geld haben wir ja genug. Ja, okay. Frost und Feuersturz. Ja, die Garzauber können wir lernen eigentlich theoretisch. Aber Vigra wohl nicht. Deswegen kaufen wir uns ein paar Vitras. Schon okay. Feuersalbe ist einfach super viel wert. Will ich noch irgendetwas hier kaufen? Nee, eigentlich nicht. Das passt schon. Dann können wir uns gleich Vigra fusionieren. Ist auch viel wert. So, okay Leute, aber ich würde sagen, das ist es für heute von Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet den Mix auch wieder ein und kommentiert doch das Video, liked es, abonniert mich, bitte irgendwas, okay? Tschüss.